Willkommen zurück zu Quantum Break. So, wir haben ausgelesen endlich, hoffe ich. Und jetzt krapschen wir uns mal in den CFR und schauen, was passiert. Auf, auf! Will hatte 11 Jahre gebraucht, um die Gegenmaßnahme zu bauen. Beth starb für sie. Und ich wusste, sie könnte den Riss reparieren. Dieses verfluchte Ding. Das Problem war, ich hatte keine Ahnung, wie man sie benutzt. Und der Einzige, der das wusste, war tot. Aber Monarch nahm sich seiner an, bevor das geschehen konnte. Die Universitätszeitmaschine. Der Kern ist hier. Monarch hatte seine eigene Zeitmaschine gebaut über der CFR-Kammer. Sie war mein Ziel. Sie glaubten noch immer, dass Sie Ihren Bruder retten konnten? Ja. So, wir müssen zur Zeitmaschine. Und ich glaube, ich weiß, was er vorhat. Er will dahin zurückreisen und versuchen, William zu retten. Mit dem CFR. Finden tun wir jetzt sowieso nichts mehr hier. Wir haben alles gelesen. Es war ja auch genug, also es war nochmal richtig viel hier zu lesen. Oh oh. Mir schwant nichts Gutes. Wo hat er jetzt eigentlich den Fußball hingesteckt? Paul hatte den Kern der Zeitmaschine aus der Universität in seine Maschine eingebaut. Das war Teil seines kranken Verlangens nach Kontrolle. Aber dadurch erhielt ich eine letzte Chance, alles in Ordnung zu bringen. Ich konnte in die Vergangenheit reisen, vielleicht Will finden, bevor Paul ihn tötete. Und wenn ich Will die Gegenmaßnahme geben könnte, könnte ich vielleicht das Ruder noch herumreißen. Schon wieder mal die Zeitmaschine aktivieren. Wir sind ja nur noch am Zeitmaschinen aktivieren. Aber ich glaube, hier oben sind wir nicht alleine. Auf jeden Fall sehe ich da schon mal einen Rucksack und irgendwelche Kronanfässer. Und hier liegt eine Waffe, oder? Automatisch. Das ist ein Karabiner. Nehme ich die oder nehme ich? Ich behalte erstmal meine Schrotflinte. Oh, ich habe nur noch 4 Schuss dafür. Scheiße. Was ist denn der Rucksack? Da ist ein Rucksack. Ich glaube, ich trigger hier gleich ein Ereignis. Will ich lieber noch mal ein bisschen Munition tanken. Schön aufladen nochmal. So. Okay, voll. Ich glaube fast, hier kommt ein Boss oder sowas. Mal sehen. Muss ich jetzt eigentlich hin? Der Kern war installiert, die Maschine bereit. Ich musste den Korridor in Position bringen. Korridor in Position. Okay, so sollte es funktionieren. Korridor wird aktiviert. Phase 1 gestartet. Sämtliches Personal muss den operativen Punkt. Ich hätte vielleicht doch den Karabiner nehmen sollen. Natürlich. Natürlich, genau. Hab ich mir auch gerade gedacht. Scheiße. Oh, ja, jetzt kann ich den Karabiner holen. Wo war denn der nochmal? Großkaliberpistole. Oh, kann man auch mal nehmen. Oh, halt! Du kriegst da ja aufs Hirn. So, wo war denn jetzt mein Karabiner? Oh, halt! Die kriegst auch noch einen aufs Maul. Hahaha. Wow. Bleib doch hier. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ach, die andere Seite wollte er. Kleines Pisser. Wo ist denn jetzt die Sniperknifte hin, die ich vorhin haben wollte? Ah. War doch hier irgendwo, oder nicht? Autsch. Ich mach mal hier hin. Oh, scheiße, da hinten ist ja ein dicker Kacke. Wo
schnell. Boah. Mit so vielen Leuten habe ich auch gar nicht gerechnet. Komm schon. Unten kommen noch welche. Ich sehe euch genau. Ihr Schlitzpisser. Noch einer. Und noch einer. So. Oh, der Dicke. Boah. Ah, hier ist der Karabiner. Das ist gut, jetzt habe ich nämlich den Dicken schon weggeknallt. Der geht nämlich besser mit einer Schrotflinte weg. Das ist auch noch ein Dicker. Ach Quatsch, hier ist gar keiner. Nein, 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 nein! Oh! Nein, 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 nein! Oh, war das knapp. Falsche Magazine! Feuerunterstützung! Nee, rüber. Aua. Scheiß Scharfschütze. Hab ich ihn? Ich hab keine Ahnung. Okay. Ich glaube, jetzt sind nicht mehr so viele übrig. Der Dick kommt auf jeden Fall noch. Granaten zu schmeißen, du Arsch. Techniker am Boden! Jetzt muss ich noch den Dicken ausschalten. Ich mal das Ding. Junge, der hält aber viel aus. Was ist mit dem los? Saftsack. Kommt noch mehr? Oh, gern geschehen, du langsame Computerfrau. Die Maschine war bereit. Ich musste nur das Datum eingeben. Alter Schwede. So, Datum. Reinhämmern. Der früheste Zeitpunkt, zu dem ich zurückkehren konnte, war die erste Aktivierung des Kerns in der Universität. Wenig Zeit, um Ihren Bruder zu retten. Ich hatte keine Wahl. Ich hoffe, du hältst dein Werbeversprechen. Moment mal. Ich wollte noch eine Schrotflinte mitnehmen. Ich glaube, die Schrotflinte könnte ich im Moment besser gebrauchen. Liegt da hier eine? Ja. So. Rucksack. Da, da oben. Gut. Auf geht's. Mal wieder eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit machen. Zurück an die Universität. Akt 5, Teil 2. Puh. Ich glaube, wir nähern uns langsam dem Finale. Ich merke es an den Kämpfen zumindest. Es werden immer mehr Typen. Und immer bunter gemischt. Jeff, hier rein! Schnell! Sie sind aus dem Labor entkommen!
Deckel ab, Jungs. Oh, Scheiße. Ruhe, Jungs. Wir wollen ja kein Aufsehen haben. Ich kam dort an, als sich der Riss gebildet hatte. Zu spät, alles zu beenden, bevor es jemals begann. Aber nicht zu spät, um Will zu retten. Sie mussten ihn nur rechtzeitig finden. Ja, das war der Plan. HQ, Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie die Joyce-Brüder durch den Serverraum auf der unteren Ebene entkommen. Raider Team 3, sofort abfangen. Drei Ebene. Stellt ein weiteres Team zusammen, das den Kern bergen soll. Wo muss ich denn jetzt hin, verdammte Scheiße? Wo hier rüber? Ah, hier. Lastenaufzug runter. Okay. Crawler Team, mach die schweren Jungs in der Tiefgarage bereit. Naja. Ich erhalte keine Antwort von Raider Team 3. Wir könnten ein Problem haben. Und zur okay. Hölle bleibt das Bergungsteam. Der Kerl hätte schon längst an Bord des Hubschraubers sein sollen. Hatch hatte recht. Sie hätten zuerst Liam Burke reinschicken sollen. Der hätte diese Joyce-Arschlöcher erledigt. Die Anweisung lautete, sie lebendig. Wir müssen hinter ihm kommen. Hinter mich? Au, au, au. Wer ist er denn da wieder? Oh, nö. Ja. Ausgeschaltet. Der kommt hier rein. Leute! Bist du für ein Schwachmat? Hab ich ihm den Hoden weggeschossen? Will und ich standen im Innenhof, als die Anomalie alles ins Chaos stürzte. In dem Moment musste ich ihn aufhalten. Wie? Wieso kann ich dir jetzt nicht umliegen? Ihr bewegt euch gleich wieder. Das ist Verarsche dann. Dann komme ich zurück. Und dreht euch in die Eier. So. Ein bisschen Munition nochmal. So. Was ist hier los? Scheiße. Was war das denn für eine Scheiße, Alter? Ich glaube, ich hätte das Schild dahin machen müssen. Ich wollte drunter durchrennen. Jetzt sag nicht, ich muss die fetten. Ach ja. Das ist ein Scherz, oder? Ich glaube, ich gehe wieder hinten rein. Rein! Oh, geh doch rein! Er will nicht richtig reingehen. Wir
flankieren! Meine Fräse. Will und ich standen im Innenhof, als die Anomalie alles ins Chaos stürzte. In dem Moment musste ich ihn aufhalten. Alter, lass mich durch. So, irgendwo noch eine Munition hier, oder nicht? Ach, da. So, nur aber. Das Tor ist aber auch tückisch da. Hm? Innenhof. Oh. Wie komme ich da hin? Scheiße, das sieht mir nicht. Was ist das für ein gelbes Ding? Sie haben nicht versucht, Monarch daran zu hindern, den Kern zu bergen. Die Tatsache, dass sie ihn stahlen, war der einzige Grund, dass ich in die Vergangenheit reisen konnte. Dieser Logik wollte ich nicht im Weg stehen. Ach so. Scheiße. Falscher Knopf. Sorry. Wo muss ich denn jetzt hin? Was ist denn da? Hä? So, ich muss da irgendwo hoch. Ah, Treppe hoch. Oh. Mit denen legen wir uns dann auch erst nächste Folge an. Bis dann!